Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei Alan Wake. Ja, ich bin hier immer noch mitten im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin. Ich bin irgendwo im Wald. In dem verlassenen Dorf anscheinend. Habe ich die Pumpgun schon? Ja, die Pumpgun habe ich schon. Blendgranaten gibt es auch noch wunderbare. Und hier gibt es Lichter zum Anschalten. Was bedeuten würde, es müssten gleich wieder haufenweise Gegner kommen. So, das zu meiner Gesamtsituation. Ja. Ba. Geht's noch? Boah, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Die wirft mit Autos. Und der wirft mit Äxten, der Kerl. Ist der Autotornado jetzt wieder weg, oder wie? Sieht fast so aus. Ist jetzt wie im Wilden Westen. Nur mit mehr Nebel. Noch eine Thermosflasche. Ein Revolver und hier liegt auch noch was. Ne, das will ich nicht wechseln. Ich schwöre lieber mehr so auf die Schrotflinte anstatt auf das Jagdgewehr. Oh. Kommt was. War's das schon? War's das schon? Ich weiß es nicht. Aber es sieht auf alle Fälle danach aus. Naja, da kommt nämlich genau der nächste, wenn du weggehst von dem Ding. Alle Unfälle sind vermeidbar, das würde ich aber auch sagen. Ah, der hat eine Kettensäge. Ich korrigiere, sie haben eine Kettensäge. Ah! Alter Schwede. Gott, war das knapp. Warum müssen seine Geschichten immer so verdammt knapp ausgehen, hä? Ich mag das nicht. So, jetzt erstmal wieder alles durchladen, die schlucken so viel Munition, die Kerle. Das ist echt nicht mehr schön. Echt nicht mehr schön. Na, spring doch, Ellen. So, dann schieben wir die nächste Kutsche weg, ja? Die nächste Minenlore, die noch mehr beladen ist als die vorherige. Weil Ellen ist ja so ein starker Bub. Und hier gibt's die nächste Manuskriptseite. Der dunkle Ort. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me. The words and ideas floating in the air, poised. Ja, so ist das, Ellen. Also wenn es jedem Schriftsteller so geht wie Alan Wake, dann würde ich sagen, ist das ein ziemlich beschissener Job, ja. Oh, zu weit geschoben. Hey. Naja, stellt euch vor, ihr schreibt Bücher und das Zeug verfolgt euch dann. So, nächste Checkpoint. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Calder Lake was. Hier. Gott, das ist ja noch so weit weg. Wenn da erst Mirror Peak ist. Und wieder ein riesiger Vogelschwarm. War ja klar.
Geht da keine Autobahn hin, wo man dann 5 Minuten dort ist? Hm? Warum nicht? Ist ja typisch. Ich glaube, ich muss da runter, oder? Ach, darf ich damit fahren? Bitte, 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 bitte. Haha, Tatsache! Bis ans Ende der Welt! Das Ding ist aber langsam. Herr Gott, da wäre ich ja zu Fuß schneller gewesen. Kommen wieder 10 Milliarden Vögel. Wo? Ich hab was für euch. Oh. Hier ist Endstation, so wie es aussieht. Und da bricht man so ganz relaxed der Boden weg. Ja, warum auch nicht, ne? Kann sie hören. Da sind sie! Mistviecher. Also wenn man das... Au, 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 au. Wenn man das Alan Wake was gelernt hat, dann ist es, wenn man Krähen hasst, ja. Was ist denn jetzt wieder? Warum bin ich jetzt wieder unten? Ich war doch gerade oben. Au, 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 au. Verarscht mich halt, oder? Leuchtfackel hinwerfen und dann das Ding schieben, so schnell es geht. Gut, dass ich jetzt gesehen habe, dass da ein Spalt ist. Das wäre wahrscheinlich reingefallen. Blöde Vögel. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ah, das war das Steam-Menü. Sorry, Leute. Oh, Mann. Genau, fliegt in die Leuchtfackel. Das geschieht euch recht. Ey. Die hätte ich jetzt gar nicht gesehen, die Kerle. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ah, schon wieder. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt in die Hütte. Bleibst draußen, hey. Du hast hier drin nichts zu suchen. Dummer kleiner Vogel. Gott, alles ist voll. Batterien. Okay, durch den Hinterausgang wieder raus. Ich frage mich jetzt gerade, ob das nicht schon die ganzen Orte waren, wo ich schon mal war, aber das kann fast gar nicht sein, oder? Das würde keinen Sinn ergeben. Wir schreiten einfach weiter durch die so romantische Nacht, ja. So ein bisschen bewölkt, wir sehen die Sterne nicht, aber... Genau, da kommt einfach mal ein Lastwagen vom Himmel gefallen. Ist ja klar, oder? Jetzt wird das so ein überschneller Typ hier. Da ist er. Gott, die immer zu treffen, das ist der Wahnsinn. Bleib halt mal stehen. Ellen, bitte, danke. Wieder tschüss. Es
ist immer ziemlich knapp im Manöver, was ich hier vollführe. Ich weiß schon, aber besser als nix. Bevor ich eben alles verschwende an Munition und Supportartikeln wie meine Leuchtfackeln. Da ist er ja wieder. Na, dann fallen da permanent Lastwagen vom Himmel. Alter, geht's noch. Da war er. Gott, Hilfe! Da brennt ein Baum so nebenbei. Ich sehe schon, der... Ja. Ja, ein Schiff. Alles klar. Ich sehe schon, hier das letzte Kapitel ist mit sehr, sehr wenig Story gesegnet worden irgendwie. Es ist eigentlich nur durchlaufen und ballern. Und hoffen, dass man nicht stirbt auf dem Weg. Eine Thermosflasche, die greife ich mir natürlich noch ab. Wenn man sie mal erwischen würde, ja, die sind so verdammt schnell, die Kerle. Ich weiß, dass sie hinter mir seid. Ich weiß es. Auf Explosionsfässer. Ah! Geht's noch? Alter Schwede. So, Lichtlein anmachen, dann kann ja wenigstens nichts spawnen von den Viechern. Ah, das wissen wir auch schon. Und ja, Revolver, Munition, Leuchtfackeln, alles schön und gut, aber nichts wirklich überaus Brauchbares, sage ich jetzt mal. Ich hätte das damals so wie Barry machen sollen. Weihnachtsbeleuchtung und den Schädel schlingen und gut ist. Was ist denn jetzt wieder? Ah, ein Zugwaggon. Nett. Nur bin ich zu weit weggestanden. Ah, das war nicht alles. Au, Stein. Au. Schiff. Noch ein Schiff. Ah, ich werde verfolgt. Boah. Schiffe, Autos, alles fällt vom Himmel. Einfach so, ja. Gut, dass der Dunkelheit nicht so gut im Zielen ist. Sonst wäre ich schon 5-mal gestorben oder so. Ah, hier gibt es wieder eine Kiste. Hier. Blendgranaten und Leuchtfackeln. Ja, das Zeug ist ziemlich praktisch. Hab mir schon ab und zu den Arsch gerettet. Okay, dann kann ich hier runter. Ich denke mal, ich muss hier nach vorne. Und ich denke, wenn ich jetzt hier nach unten gehe, wird das nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Wie es halt immer so ist. Hm.
Ja, denn hier diese Strombox ist nämlich rot. Da kann ich gar nichts machen. I needed to get the generator running. Ja, Ellen. Schön. Ach, hier vorne. Ja, okay, ich spare mir jetzt die Frage. Ich wollte jetzt fragen, Ellen, wo ist denn der Generator? Aber ich habe ihn schon gesehen. Hat sich schon erledigt. So, jetzt kommen wieder 10.000 Feinde wahrscheinlich, wie es halt immer so ist. Und ich höre schon eine Kettensäge. Ah, wo ist er? Wo ist er hin? Okay, das lief ja schon mal ganz gut mit den Blendgranaten, oder? Jetzt, wenn ich den noch erwischen würde, wäre ich ein sehr, sehr glückliches Männlein, ja. Hey, da kommen noch ein paar mehr. Das geht also nicht. Aufzug, beeile dich mal bitte. Ich habe nicht ewig Zeit. Den nehme ich noch mit. Dann sollten wir jetzt mal für die nächsten 2 Sekunden in Sicherheit sein. Licht. Okay, so viel zum Licht. Oh, Manuskriptseite. Liegt so ganz unverstohlen neben dem Aufzug. Manuskriptseite. Der Weg durch den dunklen Ort. Nachdem Zane gegangen war, stand ich allein in dem schiffenden Traum, das war der dunkle Ort. Ich musste einen Weg in die Kabine finden. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Ja, da heißt es immer, das Leben ist kein Wunschkonzert, ja? Ellen widerlegt diese These sehr, sehr stark. Aber Leute, wie es weitergeht und ob wir jetzt jemals Cauldron Lake erreichen, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Alan Wake. Bis dann und wie immer, so long.